Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Herzlich willkommen hier zurück und ja, nach kurzen Aufnahmeproblemen, Störungen möchte ich euch einen Mitkommentator ankündigen. Hallo! Hi. Das ist der Wolke. Der Wolke ist toll. Ja, ich hatte schon heute früh Mittag und so viele Aufnahmen gemacht und habe damit was getestet und habe rausgefunden, hey, scheiße, die Aufnahmen sind ja doch ein bisschen laggy, weil wenn du mit Traps aufnimmst, dann ist das Spiel noch auf 30 FPS, das Spiel braucht aber 60 FPS, um flüssigen Laufstil gewähren zu können. Und deswegen habe ich jetzt gerade irgendwie die Aufnahmen beendet. Ne, habe ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal Camtasia ausgepackt und wir starten einfach mal neu. Ich würde gerne einen New Run starten, aber eine Challenge würde ich starten. Wir wollen Hyde Brown nochmal spielen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gezeigt habe. Oder ob ich die Aufnahme gelöscht habe, dann, das kann ich euch so jetzt nicht sagen. Aber ihr seht schon, wir bewegen uns wesentlich flüssiger. Und jetzt hier, Hyde Brown, ich weiß nicht genau, was es macht. Auf jeden Fall können wir hier Kacke beschwören, werden dann dreckig. Und ich habe keine Ahnung. Der Sinn dieses Levels ist es, also wenn wir gehittet werden von irgendwas, dann scheißen wir, im wahrsten Sinne des Wortes, ist eine scheiß Situation dann. Und das Vieh stirbt jeweils. Ist kacke gelaufen, aber kannst du nichts gegen machen. Ist halt eine scheiß Situation. Ja, das passiert dann halt, ne? Ja, ist dann kacke. Full Health! Nice, Bitch! Hätte ich aber jetzt geworfen können. So, der ist auch schon tot. Oh, Soul Heart. Das nehme ich ja mal auf, das nehme ich noch nicht mit. Weil, das kann man später mitnehmen. Und ja, der Wolke, der kennt sich mit dem Spiel eigentlich überhaupt nicht aus. Hast du dir eigentlich gestern mal die Folge angeschaut? Ich habe mir das angeschaut. Ja, ich weiß nicht, ich hatte früher mal so ein Spiel, da hast du so einen kleinen Bombermann gespielt. Du kannst überall Bomben und so platzieren. Daran hat mich das irgendwie erinnert. Das war da so eine Mischung aus Bomberman und Zelda, finde ich. Okay. Ja, das kann gut sein, keine Ahnung. What the fuck ist das denn? Ullalalala. Die Fliegenzirkel sind eigentlich immer ziemlich geil, weil die immer schnell kaputt gehen. So. Challenge accepted und. Ah ja, wir haben eine Menge Kacke am Anfang, die explodieren kann. Komisch, ist aber so. Komisch, ist aber scheiße. Und ich habe rausgefunden, wenn man die blauen Steine sprengt, ist anscheinend die Wahrscheinlichkeit höher, was Tolles zu finden. Mal schauen, ob wir einen finden, einen blauen Stern. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hätte gern wieder die Mining Axe. Ich liebe dieses Item. Ich weiß auch nicht, ob man eventuell... so eine Mining Axe. Warte, ich muss mal ganz kurz. Mixer-Lautstärke anpassen. Wir hatten nämlich gerade, ich in der Wolke, hatten wir gerade erstmal eine ewige Debatte darüber, wie, warum mache ich das eigentlich hier? Ich bin auch ein bisschen bekloppt. Eigentlich kann ich das ja, Moment. Wir hatten gerade eine ewige Debatte darüber. So, ich mache die Musik einfach aus. Und zum dritten Mal jetzt. Wie und warum Sprachlautstärke und Menschen sind gestorben. Ungefähr so lief die Debatte. Und da hatte ich gerade einen ziemlich geilen Run, hab den Run aber nicht hochgeladen, weil, also ich werde diesen Run, den habe ich gelöscht jetzt, den werdet ihr nie sehen, weil ich mich doppelt gehört habe die ganze Zeit und ich euch das nicht zumuten wollte, obwohl ich geile Items gefunden hatte. Das ist, Tja. Jetzt habe ich das Soul Heart doch mitgenommen! Nein! Ja, woran lag's jetzt eigentlich genau? Das haben wir mal noch nicht so. Dass ich mit der Qualität des Videos nicht zufrieden war. Alter, zieht das wie mir ein Herz ab. Weißt du was, ich bin jetzt Fame, ich habe jetzt hier über 1000 Health down. Fick dich, Scheißkarte. Habe ich nicht gesagt, nein. Es ist eine Stadt in Südtirol, fick dich. Kennt jeder eigentlich. Wenn du sie nicht kennst, dann besuch sie. Ganz klar, wer kennt Fiki nicht? weltbekannt, wer das nicht kennt, der lebt ja komplett nicht in der Menschheit. Nee, bin der Mensch. Der lebt ja vollkommen am Leben vorbei.
Das war doch jetzt aber gut ausgedrückt, ne? Ja, das war super ausgedrückt. Und das Spiel dann hat Soulheart nehmen. Ah nein, das ist so ein weißes. Ich weiß nicht, was die weißen Herzen waren. Ich kann es nicht sagen. Jetzt will ich mal hier die Two of Diamonds ausprobieren. Nee. Hä? Ich verstehe den Sinn mancher Karten nicht. Dieses Item-Multiplizierer, warum funktioniert das nie? Das muss ich jetzt mal durchlesen. Kleinen Moment, wir gucken, lesen uns das mal durch jetzt hier. Ich muss die Musik doch mal anmachen, das ist irgendwie sonst ein bisschen langweilig. Ich muss... Alter, du frisst dich, frisst das Feier. Eigentlich ist der Run, den ich hier gerade mache, warte mal, Two of Diamonds hieß das, gell? Two of Diamonds... Irgendwie sowas hat sie gesagt, ja. Wieso finde ich das hier nicht? Ich finde das hier gerade nicht. Egal. Auf jeden Fall. Wo war ich gerade? Ich bin so vorbei. Ja, genau. Ist das ja eigentlich nur gerade so eine Testaufnahme, weil ich und der Wolke ja heute Abend eigentlich. Den bekommen wir. Feminine bekommen wir. Weil wir heute Abend eigentlich The Forest aufnehmen wollen und da noch ein bisschen an der Grafik vor allen Dingen. An der Qualität gerade gearbeitet haben. Also er wusste davon nichts, aber ich habe das gemacht und Ah, der Nevergest, der macht das alles hier im Hintergrund. Ja, ich und. Ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen und. Genau. Wolke kriegt in Wirklichkeit eigentlich wie ein 13-jähriges Mädchen. Er ist in Wirklichkeit ein 13-jähriges Mädchen. Und ich bearbeite die Stimme dann immer nur so, damit das so männlich und stark klingt. Oh yeah. Ich glaube, kein Schwein, so viele Skills habe ich gar nicht. Ja. Das ist ja viel schön angeeignet. Aua, ich sterb gleich! Feminin ist viel schwerer, wenn man. Ist alles möglich. Feminin ist viel schwerer, wenn man mit 60 FPS spielt. Oh, Herzen. Wir bekommen Cube of Meat. Geil. Geil, wir haben Cube of Meat gefunden. Feier ich. Ich will noch ein bisschen was sprengen. Geil. Vielleicht kriegt man diesmal den Meat Boy zusammen. Das wäre sehr funny. This will be really awesome. My English goes perfect. Was? Denn, wahrscheinlich. Nicht. So, mal gucken, ob wir hier noch was finden. Warum finde ich denn nie was unter Stein? Ich raste gleich aus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier eventuell noch den Safe Room finden. Findet man natürlich nicht. Super. Aber wir haben 24 Gold, das finde ich schon mal nicht schlecht. Waren mir die 24 Gold her? Ja, wenn ihr wollt, dass der Wolke öfter kommentiert, also so wie er das letzte gerade macht, einfach da sitzt und nichts sagen und ab und zu mal sagen, dann schreibt in die Kommentare. Ab und zu einmal was völlig Sinnloses, komplett Sinnentleertes in die Runde hauen. Ich merke schon wieder, ich gucke mich in die Webcam. Ich muss mir das in der Webcam echt angewöhnen. Ich versuche mit ihr zu arbeiten, ihr merkt das schon, liebe Zuschauer, aber ich manchmal und ob ich da reingehe mit einem Herz, ich weiß es ja nicht. Lass mal gucken, was hier in der Räume so ist. Muss die Kamera lieben. Die Kamera liebt mich! Ich lieb die Kamera auch dich. Ja, ich wollte gerade sagen, die Kamera liebt mich! Ich bin so Fan, die Kamera liebt mich! So, hier haben wir nichts gefunden. Oh, Kack am Dampfen! Wir sind im AA-Raum gelandet! Toll! Auch als die Kanalisation bekannt! Alter, ich hätte jetzt so gerne Mining-Ex! Wisst ihr, was da drinnen sein kann in diesem Haufen? Oh, komm schon, gib's mir! Gib mir die Pickaxe! Komm schon! Noch mehr Scheiße! Ich meine, was kann man denn Scheiße finden? Vielleicht noch mehr Scheiße? Nein, ich bin in einem Raum voller Scheiße und der Raum ist halb voll gepackt mit Steinen und unter den Steinen kann was sein. Deswegen will ich die Pickaxe haben, weißt du? Ach so. Ist gerade eine Scheißsituation. Ein Haufen voll Scheißsteine. Ich kann einfach bei diesen Kackdingern die Scheißwitze nicht sein lassen. Und die heißen nicht Scheißwitze, weil sie im Scheiß an, sondern weil sie Scheiße sind. Aua. Ich verstehe aber den Sinn der Challenges, muss ich sagen. Ist ja Sinn der Challenges einfach, dass man, naja, durch Scheiße läuft? Wahrscheinlich. Also ich weiß ja nicht, wie die Spielmacher sich das da so ausgetüftelt haben, aber anscheinend... Also getüftelt hat da bestimmt gar keiner. Ja, vielleicht hat auch einer irgendwelche Komplexe und hat versucht, die damit zu verarbeiten. Das könnte nicht gewesen sein. Wer weiß? No, was? 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 Bosskampf hier? Fick die? Also, ich meine, die Stadt, ne? Die Stadt. Dorf, Gegend, ihr wisst schon Bescheid.
Da kommt ja übrigens auch hierher, der Last. Ich bekomme auch gleich Last hier. Last, das Spiel zu beenden. Hör auf! Am ne... Nein! Nein! Warum? Warum musste ich jetzt Amnesia bekommen? Ich hasse diese... Ich mag Amnesia nicht. Monstro! Den Gegner liebe ich. Der ist cool. Oh nein, er hat deine Pupsis dabei. Lass die Pupsis wegmachen. Dass ich der gerade nicht getroffen habe, wundert mich, weil ich ihn absolut nicht beachtet habe gerade. Erst die Pupsis wegmachen. Oh, eine Trollbombe. Ah. Schade. Ah. Und ich dachte, ich liebe jetzt die sinnlosen Kommentare ab. Ja, das sind so Dinge und die machen dann... Wow! Nein, also die machen... Sowas ist nicht ge... Ich war gerade am Ausweichen. Ja, das ist der Wolke verarscht. Wieso ist das mein ganzes Leben lang? Ah! Ich werde immer von Wolke gemobbt. Das ist so... Hassliebe. Mehr Hass als Liebe. Ich hab noch ein Herz. Ich hab noch ein Herz. Nein, da renne ich auch noch in den... Weißt du, ich hab noch ein Herz. Was mache ich? Ich renne in den Gegner rein. Gib mir ein Herz. Doch. Ja. Jawoll, HP ab. Sehr schön. Okay, und dann können wir... Das ist ja auch ganz logisch. Ja, das ist logisch. Das ist... Ich hab kein Leben. Ah, Kacke. Ich finde die Screens zwischen den Ebenen ziemlich sinnlos, aber okay. Ich verstehe immer noch nicht, was dieses komische Ding macht, das wir haben. Kann man das einsehen irgendwo? Warte mal, kann man das vielleicht hier? In den Optionen. Oder Informationen. Nee, ich muss, da musst du extra ins Wiki gehen für sowas. Du findest sonst nicht. Aber ich finde das ja auch gerade nicht. Wenn ich es aktiviere, dann passiert was. Ich habe aber bis jetzt noch keine Ahnung was. Doch, klingt gut. Ja, ne, finde ich auch. Das ist dieses Schlitterscheißvieh. Und das meine ich, weil es ein Schlitterscheißvieh ist. Aber wir sind vorhin gar nicht. Ah, wir sind vorhin gar nicht in den Raum reingegangen. Was haben wir denn hier? Flop, flop. Oh, Fliegen und ein Soulheart. Wie geil. I love it. I love it. I love it. I love it. Jetzt habe ich gerade die Münzen erreckt. Ob da unten vielleicht Geheimräume sind? Oh nein. Nein, 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 nein. Aua. La 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 la. So, hätten wir den auch geschafft, dann sprengen können wir sowieso gerade nicht. Dann gehen wir mal hier lang. Stirb! Stirb! Los mal jetzt! So, der erste ist tot. Alter, wie schnell die Runs gehen. Guck dir das jetzt an, jetzt wo wir die Zeit, wo wir so schnell sind, gehen die Runs mega genial einfach nur. Weil wir nicht so rum. Iron! What the fuck war das? Komm, ich nehme mir eine riesige Anzahl von Gegnern, gebe jeden von ihnen eine riesige Anzahl von Schüssen gleichzeitig und dann setze ich da eine Tür daneben, wo der Spieler reinkommt und sich denkt, what the fuck? Oder wie siehst du das? What the hell is going on here? Ja, what the hell is going wrong with you? Alter, ja natürlich. Ja, ach und die fliegen tot. Und Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in something. Ich bin von der Bombe getötet worden. Es war doch eine Fliege. Es war eine Flombe. Ah. Curse of Darkness. Die alte Flombe, wer kennt sie nicht? Ach, da gibt's verschiedene Level auch noch. Wir spielen Curse of Darkness jetzt, okay. Oh. Los, los, los. Bam! Oh. Wie geil, die Bombe hat alle gekillt. Ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuschauer. Ihr seht und hört ja, was der Neverguest macht. Also ihr könnt das Ganze in irgendeine Verbindung bringen. Ich sitze hier, sehe nicht, was er macht. Und hört dann immer nur so zwischendurch so nee, und das ist immer ein sehr... Ja, ich frage mich dann immer, was macht der Junge gerade? Ich würde ja gerne mit dir zusammen zocken, aber du kannst dir auch nicht alle Spiele leisten. Hier sagt der Rich YouTube Money Boy, ne? Der seine 5 Cent mit YouTube pro Monat verdient. Jetzt denken sie, oh mein Gott, er hat ja gerade gesagt, was mit YouTube verdient, aber würde ich euch nicht sagen. So. Warst du schon mal? Ich richte mal ein Spendenkonto ein für mich. Spendenkonto? Ich könnte mal drauf spenden.
Rettet Wolke.